Es war klar, dass dies eine der größten Trauerfeiern würde, die Frankfurt je gesehen hat. Für den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, der Bildungsbürger und Unikum zugleich war. Er mochte ihn nicht, den Gedanken an den Tod. Aber immerhin ist er 93 geworden. Heute kamen viele Freunde, Weggefährten, sogar der Bundespräsident und natürlich die Familie. Und das haben sie uns gesagt. Es ist eine große Ehre für meinen Vater, die er, wenn er gelebt hätte, sehr genossen hätte. Er genoss immer den Trubel um ihn. Für mich war Marcel Reich-Ranitzky natürlich mehr als irgendein Literaturkritiker. Er hat diesem Land etwas gegeben, was dringend nötig war, nämlich einfach einen so glaubhaften und so auch überzeugenden Blick auf diese furchtbare Zeit, die er selber erlebt hat. Und das war für mich eigentlich seine größte Bedeutung. Weil er auch in einer bestimmten Weise auch Dinge vermittelt hat, gerade im Bereich Literatur, die andere nicht so vermitteln konnten. Er ist ein Übersetzer auch von der komplizierten Kost gewesen und hat Leuten Lust gemacht auf Lesen. Und das ist ganz wichtig. Das hat aber so lebendig gemacht, dass er zu Recht ein großer Deutscher wurde, obwohl ihn die Deutschen zu vernichten trachteten. Er ist für mich, und ich glaube, an dieser Stelle darf ich sagen, für meine Generation und für Millionen von Menschen ein Vorbild gewesen und hat danach gelebt, mit allen Stärken, mit Schwächen. Reich-Ranitzky wird in die Geschichte eingehen als der größte Literaturkritiker unserer Literaturgeschichte und wie eine englische Zeitung schrieb, der größte Literaturkritiker der Welt. Wenn einer der ganz Großen der Stadt geht, dann kommen alle, wir haben es gesehen, zur Trauerfeier am Frankfurter Hauptfriedhof, um Abschied zu nehmen und zu würdigen. Letzter Vorhang für einen Mann, der so viele Auftritte gemeistert und den so viele Menschen gekannt haben. Auch sein Sohn Andrew, ein Mathematikprofessor, war aus Schottland gekommen. Andrew Reich-Ranitzky ist der Sohn des Literaturkritikers. Am Morgen besucht er mit seiner Tochter Carla abseits des Trubels das Grab seiner Mutter. Theophila Reich-Ranitzky, genannt Toscha, liegt seit gut 2 Jahren auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Nach alter jüdischer Sitte legt die Familie Steine auf das Grab. Der größte Teil der Familie wurde von den Nazis ermordet. Deshalb haben die Reich-Ranitzkys nur diese eine Grabstelle in Frankfurt. Und mein Vater hat mir gesagt, vor etwa 2 Jahren, nachdem sie gestorben ist, das wäre ein Novum in der neuen Geschichte unserer Familie, dass wir überhaupt ein Grab haben. Weder seine Eltern noch sein Bruder noch die Eltern meiner Mutter haben ein Grab. Die Familie Reich-Ranitzky stammt aus Polen. Mit seinen Eltern geht der junge Marcel nach Berlin, besucht das Gymnasium. 1938 werden sie ausgewiesen und landen im Warschauer Ghetto, wo er seine Frau kennenlernt. Die beiden fliehen und überleben als einzige ihrer Familie den Holocaust im Untergrund. Nach dem Zweiten Weltkrieg entscheiden sie, nach Westdeutschland zu gehen. Reich-Ranitzky arbeitet als Kritiker für verschiedene Zeitungen und landet schließlich bei der FAZ, bevor er auch im Fernsehen Karriere macht. Ein schlechtes Buch. Das ist ein gutes. Vielleicht hat der Erfolg des Buches damit zu tun. Ein wirklich gutes Buch, jawohl. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen, kamen heute hunderte Menschen auf den Frankfurter Hauptfriedhof. Darunter der Bundespräsident und etliche Politiker aus Hessen, aber auch Reich-Ranitzkys früherer Arbeitgeber. Wir nehmen heute Abschied von einem Literaturkritiker, der das Bewusstsein dieser Gesellschaft geprägt hat. Übrigens auch einen der großen Versöhner. Die Versöhnung zwischen Judentum, deutscher Geschichte und deutscher Literatur, da hatte er schon einen ganz großen Anteil. Also eine Jahrhundertfigur. Wir haben schon viele Schriftsteller fürchteten ihn für seine Verrisse. Denn Reich-Ranitzky hatte meistens eine klare, eindeutige Meinung zu den Büchern. Besonders seine Auseinandersetzung etwa mit Günter Grass oder Martin Walser fanden Beachtung über das Feuilleton hinaus. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, Salomon Korn, mit einer Erklärung. Vermutlich entsprang die Quelle seiner strengen, manchmal unerbittlich erscheinenden Urteile und Verrisse in literarischen Fragen unbewusst den existenziellen Erfahrungen jener Jahre zwischen Leben und Tod. Nie wieder Schwäche, nie wieder Machtlosigkeit zeigen. Auch wenn es eine Trauerfeier war, so hat doch heute einer für eine gewisse Auflockerung gesorgt. Thomas Gottschalk durfte als letzter Redner auftreten. Denn er war es schließlich, in dessen Sendung Reich-Ranitzky die Annahme des Fernsehpreises verweigerte. Marcel, du hättest 1000 Gründe gehabt, dieses Land nach dem, was es dir angetan hat, zu hassen. Aber nichts hat dir die Liebe zu seiner Musik
und seiner Literatur nehmen können, und nichts, aber auch gar nichts in deinem langen Leben konnte dich davon abhalten, uns, den Nachfahren deiner Feinde, diese Liebe weiterzugeben. Ich überreiche dir dafür im Namen all jener, die diese Botschaft verstanden haben, noch einmal einen Lebenspreis. Und keiner bedauert es mehr als ich, dass du ihn diesmal nicht mehr ablehnen kannst. Abschied von Marcel Reich-Ranicki für seine Familie, die Freunde und alle, die ihn geschätzt haben. Marcel Reich-Ranicki, seine Stimme, seinen Tonfall werden wir noch lange im Gedächtnis haben.